Wisst ihr, was ein richtig ätzendes Gefühl beim Radfahren ist? Richtig taube Hände, Finger, taube Füße und Zehen. Und so ein ätzendes Gefühl, das will man ja irgendwie wieder loswerden, oder? Und deswegen lernen wir im heutigen Video, wie man taube Gliedmaßen beseitigen kann. Für das heutige Video haben wir uns Hilfe geholt von René. Servus, René. Grüß dich. Wir sind heute bei Radsport Bornmann in Kassel und nicht nur für Radsport Bornmann macht der René Sitzpositionsanalysen, Bikefitting und du wirst uns heute ein bisschen helfen, ne? Ja, sehr gerne. Alles klar, dann legen wir los. Wir beginnen mit den Händen und du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, wenn die Hände kribbeln und taub sind, muss jetzt nicht unbedingt an der falschen Sitzposition liegen. Ja, wir können jetzt einfach, wir gehen davon aus, die Sitzposition würde passen. Mhm. Kann es trotzdem eine Kontaktstelle an sich sein, die wirklich Probleme auslöst. Ne? Okay. Fahrer, die grundsätzlich sehr gerne eine Position greifen, wenig umgreifen und dann noch ein bisschen unglücklich Positionen treffen, kann es schon sein, dass trotz richtiger Sitzposition da Probleme entstehen. Klassisches Beispiel ist, wenn du so Bremsgriff Oberlenker greifst. Und dann so direkt an diesem Übergang Außenkante Lenker in den Hutz greift, dass hier in der Mitte so im Karpaltunnelbereich Nervenbahnen abgedrückt werden, die die Finger innervieren und dann gibt es einzelne taube Finger oder mehrere taube Finger. Und das kann man so ein bisschen auch am Lenkerband sehen, ne? Wenn das sehr stark abgegriffen ist hier im Außenbereich und möglicherweise dann auch noch hier sehr dünn ist, dann wird halt da so ein Problem einfach provoziert. Okay. Und da kann man mit einem dickeren Lenkerband, vielleicht auch mit einem Handschuh, wenn man das mag, ist ja noch nicht jeder ein Fan von, oder mit speziellen Gel-Unterlegstreifen in dem Bereich arbeiten. Okay. Noch dazu würde ich so einer Person immer empfehlen, möglichst oft umzugreifen. Dazu gibt's einfach, ist der Rennlenker halt einfach ideal. Alles an einem Mountainbike-Lenker kann ich halt ganz oft umgreifen. Das ist immer noch das Beste, was man machen kann. Wenn die Kontaktstelle ausgeschlossen ist, dann kann es natürlich trotzdem an der Sitzposition liegen. Im Extrembeispiel jetzt hier, wenn ich viel zu lang sitze, sieht man immer wieder mal, dass Leute auch ihr Handgelenk so ein bisschen unnatürlich überstrecken. Ganz normal. Ganz normale Kompensationsmechanismus des Körpers, indem ich schon oben verkrampft anfange, wenn das Rad zu lang wird und dann noch die Hände unnatürlich an den Lenker reiße, kann es dann natürlich da auch zu komischen Situationen kommen oder zu unglücklichen Situationen, dass ich da einfach letztendlich am Komfort Einschnitte erziele am Lenker. Da muss man dann eigentlich wieder kürzer sitzen, damit die Entspannung schon von oben eintritt, dass du auch wieder normaler am Lenker sitzt, in den Hutz abstützen kannst und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, das unterschiedlich zu greifen. Auch das merkt man immer wieder, wenn die Leute zu lange sitzen, dann ist ihnen nur eine Position möglich. Und die greifen dann nicht durch, dann sind wir wieder am Punkt, dann sind wir wieder an der Kontaktstelle. Ja. Na, und das verbindet sich dann alles. Eine taube Hand, beziehungsweise so die kribbelnden Fingerchen, die können auch immer mal dadurch ausgelöst werden, dass man dann eben nicht zu lang, sondern zu kurz drauf sitzt und dann zu viel Druck hat, nehme ich mal an, oder? Ja, wir nennen das halt gedrungene Sitzposition, wenn dann das Rad zu kurz ist. Versucht man auch irgendeine Kompensationsleistung zu machen. Das kann man in gewisser Maßen über eine nach hinten geschobene Schulter machen, aber auch das wird irgendwann unbequem. Okay. Natürlich über ausgestellte Ellbogen, das ist die zweite Kompensationsvernichtung. Und dann fange ich halt an, irgendwie die Hände komisch zu halten. Ich halte sie vielleicht hier, Sportler mögen das sehr, sehr gerne, wenn sie aerodynamisch vorne drauf liegen. Aber wenn ich merke, ich mache das dauerhaft, dann muss ich mal analysieren, okay, wo könnte das denn liegen? Mhm. Das wäre halt die gedrungene Sitzposition. Auch da kann natürlich ungewohnte Handpositionen, abknickende Handgelenk oder auch Druckpositionen im Nervenbereich dazu führen, dass es unbequem wird. Dann gehen wir über zu meinen wunderschönen Füßchen. Hier gibt es auch, glaube ich, multifaktorielle Gründe, warum die einschlafen können. Willst du einfach mal anfangen? Was wäre für dich der erste Punkt? Na, der Fuß ist eine relativ komplexe Geschichte, wo verschiedene Sachen zusammenwirken. Gehen wir auch hier wieder davon aus, dass jetzt in dem Fall die Sitzposition passen würde. Es ist die Kontaktstelle. Kontaktstelle relativ komplex zwischen A, muss natürlich der Schuh passen. Heute viele Breitenprobleme, deswegen gibt es ja viele Hersteller, die breite Schuhe bauen und da muss man auch wirklich drauf aufpassen. Woran merke ich das, ob mir ein Schuh zu breit oder zu schmal ist? Zumindest sollte ich wirklich verschiedene Modelle wirklich echt ausprobieren. Die meisten Leute haben halt im Vorfuß Druckprobleme und wenn ich da schon merke, dass er eng ist, wenn ich ihn anprobiere, dann wird es nichts. Wenn ich dann bei warmem Wetter draußen fahre, dann habe ich da echt ein Problem, weil das Material soll ja nicht nachgeben. Rad soll ja steif sein. Und auch das Obermaterial und dann habe ich keinen Komfort drin. Wenn ich da den Fuß schon zusammenquetsche, ein typisches Beispiel auch im Winter, und dann habe ich kalte Füße, ist es oftmals ein zu enger Schuh. Ich habe nie kalte Füße. Ja. Dann passt schon mal dein Schuh. So auch ein passender Sportsocken, sehr wichtig. Ich kann nicht im Laden, das mache auch einen Fehler, dass die Leute im Laden mit einem dicken Socken den Schuh anprobieren.
Mhm. Dann passt er mit einem dünnen Sportsocken auf einmal nicht mehr. Mhm. Ich wandere drin rum. Ja. Über die Sohle. Ne? Die Sohle muss man ganz explizit ansprechen. Die Sohle ist eigentlich fast wichtiger als der Schuh, wenn es um Sachen okay. Komfort gibt. Natürlich muss der Schuh passen, aber dann geht es bei der Kraftübertragung, der findet ja über die Fußsohle statt. Mhm. Deswegen braucht der Fuß eine gute Bettung. Ne? Da gibt es halt spezielle Modelle auf dem Markt oder macht sich individuelle Einlegesohlen, die die Fußform, die auch bei jedem individuell ist, meistens sogar unterschiedlich zwischen rechts und links, mhm. die Fußform gut aufgreift, dadurch bessere Kraftübertragung, möchte der Sportler immer haben, und mehr Komfort bietet. Ne? Richtig eingestellte Pedalquiets, mhm. ganz wichtiger Punkt. Auch da kann ich ganz viel verstellen. Wir müssen uns hier vorstellen, dass die ganze Kraftübertragung über Stunden über einen ganz kleinen Bereich stattfindet. Ne? Über die Größe der Pedalplatte. Ja. Was beim Rennradschuh noch geht, ist beim Mountainbike-Schuh noch schlimmer, über eine kleinere Pedalplatte. Auch die muss richtig eingestellt sein. Stelle ich die falsch ein, dann kann der ganze Rest passen und ich kriege trotzdem Fußbewegung. Würdest du da empfehlen, es gibt ja von jedem Anbieter immer unterschiedliche Neigungen, die quasi erlaubt sind. Also bei Shimano jetzt zum Beispiel Rot, Blau und Gelb. Gelb ist das Lockerste, Rot das Härteste. Was würdest du da empfehlen? Grundsätzlich eher was Lockeres oder einmal richtig einstellen und dann was Festes? Biomechanisch gibt es wenig Gründe dafür, eine starre Pedalplatte zu nehmen. Mhm. Weil das Knie macht in der Pedalbewegung bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger eine Supination, sondern eine Pronationsbewegung. Okay. Das kennen wir auch vom Laufen. Der eine sind Supinierer, der andere Pronierer. Und auch die Ferse macht während der Tretbewegung eine Ein- oder eine Austriebbewegung. Und allein mhm. das ist schon eine Begründung dafür, dass ich immer eine Pedalplatte wählen sollte, die Bewegungsfreiheit bietet, der Ferse. Okay. Es gibt durchaus Typen, die mit einer festen Pedalplatte sehr gut zurechtkommen. Ne? Aber biomechanisch kann ich sie einfach nicht empfehlen. Okay. Auch am Fuß kann so ein Kribbeln, Taubheitsgefühl natürlich durch eine falsche Sitzposition hervorgerufen werden. Was sind da die häufigsten Einstellungen, Fehleinstellungen, die du so? Ja, gehen wir jetzt davon aus, dass der Schuh passt, mhm. dass ich vielleicht sogar eine Einlegesohle habe, dass die Platte sauber eingestellt ist. Kann natürlich jetzt bei dem Paradebeispiel, ich sitze zu hoch, ne, haben eine starke Paddelbewegung, mhm. ein offenes Sprunggelenk. Das sieht man hier auch ganz plakativ, wie man praktisch in deinem Körpergewicht beim Treten in den Schuh vorne reinrutscht und so kann auch ein passender Schuh vorne unbequem werden. Ah, das heißt, dass ich mir quasi durch die Quetschung auch dieses genau, Gefühl... Genau, du schiebst dich praktisch in eine Zone rein, wo ja. der Schuh unbequem ist, ne, und wo du dann seitlich Druck erzeugst, obwohl der Schuh passt. Einfach nur also durch eine hohe sitzen, Sitzposition ja. kann da dann Auslöser sein oder zumindest ein Symptomverstärker. Sitze ich zu niedrig, mhm. andersrum, ne, kommen auch wieder solche Faktoren wie das an. Meine ganze Bewegungsachse passt nicht. Mhm. Ich verkrampfe vielleicht im Schuh. Ne, von manchen, sowas gibt es ja auch immer wieder als Feedback der Kunden, dass Krämpfe an der Außenseite entstehen. Das ist ein verkrampftes Gefühl. Ja. Ne, und das dann einfach auch über die Sitzposition Kompensationsbewegungen, die auftreten, die sowas hervorrufen können. Ne? Also da muss man wirklich drauf achten, dass das passt. Ja, dann danke René, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ja, es war mir eine Freude. Sehr gut. Ja, grundsätzlich so als Fazit kann man sagen, wenn es nicht die Kontaktstelle selber ist, liegt es halt meistens an der Sitzposition, die wiederum ist multifaktoriell und ja, genau. wenn man langfristig Probleme hat, externe Hilfe suchen. Alles hängt bei den Kontaktstellen miteinander zusammen. Mhm. Ja, ich kann nie die Positionen einzeln betrachten. Natürlich kann ich mir zu Hause mit relativ einfachen Mitteln schon mal ein Bild drüber machen und wirklich analysieren, ob ich irgendwie komisch abknicke. Genau. Ne, was wir angesprochen hatten, dass das Lenkerband stark abgegriffen ist an einer Seite, dass ich spitz trete. Das kann ich schon analysieren. Ansonsten gehört der Rest wirklich genau, wenn's feinteiliger definitiv wird. In die Hände von den Experten, der dann wirklich fein schauen kann, der vielleicht auch mal eine Sohle, ein guter Bikefit hat, immer ein paar Sohlen liegen, die mhm. er ausprobieren kann. Alleine auch eine Pedalplattenstellung kann in einer Laborsituation wirklich Wunder wirken. Da sollte man wirklich dann detailliert vorgehen. Das heißt, wir haben ein paar Sachen mitgenommen heute. Ihr habt ein paar Sachen zum Ausprobieren. Falls ihr unter tauben Gliedmaßen leidet, schreibt mir gerne noch in die Kommentarspalte, ob ihr so ein Problem schon mal behoben habt, ob ihr damit zu kämpfen habt und das irgendwie in Zukunft mal angreifen wollt. Und dann bleibt mir nichts mehr anderes, als zu sagen, Daumen nach oben reinschallern und ein Abo auf dem Kanal. Ne, GCN auf Deutsch immer abonnieren, ganz wichtig. Und dann verabschieden wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.